gucken uns das Spiel mal an. Den Key habe ich vor kurzem bekommen. Auf geht's. Tutorial. Ah, okay. Willkommen im Tutorial Steuerung. Fangen wir mit den Grundlagen an. Die Kamera kann gedreht werden, indem du die mittlere Maustaste gedrückt hältst. Doch, ist ja alles ganz, ganz einfach. Aber ich glaube, ich werde trotzdem... Ach Gott, also das Bewegen... Ah, okay. Rechte Maustaste ist bewegen. Ich glaube, ich bleibe bei WASD erstmal. Versorgungsnetz. Damit Gebäude funktionieren, müssen sie an das Netz angeschlossen sein. Nahezu alle Gebäude haben ein oder mehrere Eingänge, von denen mindestens einer mit dem Netz verbunden sein muss. Ein roter Pfeil signalisiert einen nicht verbundenen Eingang, ein grüner Pfeil einen verbundenen Eingang. Auch muss stets eine Verbindung zum AG-Gerät bestehen. Binden. Zack. Die Kamera ist ziemlich schnell unterwegs. Tunnelwohngebäude. Obdachlose Choristen gehören nicht zu den verfügbaren Arbeitskräften. Um die maximale Anzahl an Arbeitskräften einsetzen zu können, sollte daher stets alle Choristen in Wohngebäuden untergebracht sein. Ja, wir haben gerade 54 von 58 Kolonisten untergebracht. Hier werden angezeigt, wie viele Kolonisten im arbeitsfähigen Alter sind. Und der dunkle Bereich repräsentiert alle obdachlosen Kolonisten. Wir haben gerade 13 obdachlose Kolonisten. Bauern? Wohnkomplex. Wie drehe ich das denn? Bauen? Wie kann es bringen, so ein Haus? Zement, Energie. 4 Personen. Aber wie drehe ich die denn? Einbau, Navigation. Schutzschild. Steuerung. Gebäuderotation. R. Perfekt. Tutorial 4. Nahrung. Die Kolonisten brauchen immer ausreichend Nahrung, damit genügend Nahrung zur Verfügung steht. Um Kolonisten nicht verhungern, gibt es eine Reihe von Gebäuden, die Nahrungsmittel produzieren. Ja, wir haben ja noch Obdachlose. Achso, hier wird gebaut. Okay. Nahrung. Plantage. I think we have a little problem. Hier wird angezeigt, wie viel Nahrung momentan verfügbar ist und wie viel Lagerplatz es dafür bereitsteht.
Ja, Plantage wird ja hier gerade gebohrt. Ich hoffe, das funktioniert so auch. Mal gucken. Nahrungszufriedenheit. Es gibt drei allgemeine Arten von Nahrungsmitteln: Gemüse, Fleisch und Meeresfrüchte. Je mehr Lebensmittelvielfalt es in einer Kolonie gibt, desto größer ist die Nahrungszufriedenheit der Kolonisten. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Sättigungsgrade, je nachdem, wie die Lebensmittel verarbeitet werden. Eine Gemeinschaftsküche produziert gekochtes Essen mit höherer Sättigungsgrad. Wo habe ich denn hier? Da. Zack, Gemeinschaftsküche. Halt, nein, 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 nein. Stopp. Entfernen. Bauen. Nahrung. Gemeinschaftsküche. Zack. War noch ein Platz zwischendrin frei. Das sieht doch eigentlich recht schön aus, das Spiel, muss ich sagen. Und was die, ach so, hergestellte, Gott, Stimme, unten hergestellte gekochte Mahlzeiten, 45 unten rechts. Nö. Schritt abgeschlossen, Tutorial, Krankheit. Es gibt drei mögliche Möglichkeiten für Kolonisten krank zu werden. Sie können durch Arbeitsunfälle Schaden erleiden. Schwere Luftverschmutzung beeinträchtigt ihre Gesundheit. Beim Verzehr von Rohkost besteht die seltene Gefahr einer Lebensmittelvergiftung. Kranke Kolonisten werden hier und anhand der roten Segmente in der Arbeitsübersicht angezeigt. Okay. Baue ein Feldlazarett. Kriege ich das hier noch mit rein? Wie rum muss denn das Feldlazarett stehen? Ach, guck mal. Das kriege ich hier noch reingedrückt. Dann können sie erst was essen und danach können sie sich übergeben im Krankenhaus. Einflussbereich. Die farbige Fläche eines Gebäudes in der Einflussbereich des jeweiligen Gebäudes. Was? Die farbige Fläche einiger Gebäude ist der Einflussbereich des jeweiligen Gebäudes. Nur bestimmte Gebäude haben einen Einflussbereich, beispielsweise Parks, medizinische Gebäude oder Industriegebäude. Die angezeigte Einflussbereich zeigt nicht unbedingt die einzige. Was? Unbedingt den einzigen Effekt, die ein Gebäude haben kann. So stellen medizinische Gebäude immer eine Reihe von Betten für die gesamte Kolonie bereit. Aber im Einflussbereich von medizinischen Gebäuden erhalten Kolonisten zusätzlich einen Gesundheitsbonus. Ah, okay. Die meisten Gebäude verbrauchen Energie, sobald sie an das Netz angeschlossen sind.
Der größte Verbraucher ist jedoch das AG-Gerät, dessen Energiebedarf auch von Stärke und Radius des Schildes abhängt. Wenn das AG-Gerät nicht über genügend Energie verfügt, kollabiert der Kern des AG-Geräts. Wenn dem Zusammenbruch nicht entgegengewirkt wird, bedeutet das das Ende der Kolonie. Kraftwerke speisen Energie in das Netz ein und sind daher äußerst wichtig. Jo. Die aktuelle Energiebilanz wird hier angezeigt. Ist die Bilanz negativ, sind zu viele Verbraucher im Betrieb und der Energiespeicher wird angezapft. Ja. Wenn die Energiebilanz positiv ist, wird Energie gespeichert. Ist die Energiebilanz negativ, wird die gespeicherte Energie langsam verbraucht. Wenn keine Energie mehr verfügbar ist, kollabiert das AG. Ja. Baue ein kleines Feldlazarett. Da stand doch gerade Feldlazarett. Wieso soll ich jetzt ein Kraftwerk bauen? Muss ich nicht verstehen, Spiel, oder? Muss ich nicht verstehen. Gebäudemenü. Das Gebäudemenü ist ein wichtiger Teil des Spiels. Hier findest du detailliert Informationen über das Gebäude und kannst Anpassungen in verschiedenen Bereichen vornehmen. Öffne das Gebäudemenü eines kleinen Kraftwerkes. Zack. Gesundheit oben rechts. Gott, Entschuldigung. Energieproduktion 350, Auswirkungen auf die Luftqualität 75, Min-Max Arbeiter, derzeitige Belegschaft, spezialisierte Arbeiter 2, das sind wahrscheinlich die Chefs, Effizienz und Priorität, Verbraucher, fossile Brennstoffe, ja. Wie viel Energie das Gebäude produziert oder verbraucht, wird hier angezeigt. Also, ich bin ja gerade schon durchgegangen. Gott, es ist ein bisschen kalt, nicht? Hier wird die Ursache angezeigt. Das finde ich schön. Schritt abgeschlossen. Tutorial Luftqualität. Achte immer auf die Luftqualität innerhalb der Kolonie. Kraftwerke und andere Gebäude beeinträchtigen durch Verschmutzung stark die Luftqualität. Wenn die Luftqualität schlecht ist, werden Kolonisten schnell krank und müssen in stationärer Behandlung behandelt werden. Gott, Deutsch, bitte. Verschmutzende Gebäude müssen da entgegengewirkt werden, um eine gute Luftqualität zu erhalten. Bauen wir jetzt einen Park? Hier wird das aktuelle Niveau der Luftqualität angezeigt. Gott, ich bin doch nicht ganz wach. Beim Bewegen der Maus über die Anzeige wird zusammengefasst, welche Gebäude sich positiv oder negativ auf die Luftqualität auswirken. Antigravitationsgerät, also das AG-Gerät, Wohngebäude, Kraftwerk. Baue ein Luftkollektoranlage. Um die Luftqualität zu verbessern, muss zunächst Frischluft eingesammelt werden. Diese geschieht mit Hilfe von Luftkollektoranlagen. Diese sammeln außerhalb des Schilds deutlich mehr als innerhalb des Schilds.
Ein Luftkollektoranlage ist das einzige Gebäude, das außerhalb der Kuppel keinen Schaden erleidet. Ja, dann bauen wir doch mal. Hallo, ich würde gern bauen. Danke, dann bauen wir das doch mal hier hinten hin. Zack. Und schon wird es gebaut. Baue ein Luftumwälzerturm. Der Luftumwälzerturm kann nun nach und nach Luft ausstoßen, um so die Luftqualität innerhalb des Schildes zu verbessern. Bah! Halt! Halt! Da sollte er nicht hin. Gott, das Ding ist ja riesig! Wo stelle ich die denn am besten hin? Nehmen wir dich mal hier hin. Na, bist du nicht zu groß für die Kuppel? Nee, das geht noch. Toll, Forschung. Die aktuelle Schildstärke kann die Kolonie nicht vor allen Gefahren schützen. Um die Schildstärke zu erhöhen, muss zunächst Forschung betrieben werden. Baue ein Technologiezentrum. Um Forschung zu betreiben, benötigst du mindestens ein Technologiezentrum. Mehrere Technologiezentren führen zu einer schnelleren Forschung. Erforsche die Luftionisierung. Da das Technologiezentrum nun gebaut ist, kann mit der Erforschung der Technologie Luftionisierung begonnen werden. Öffne dazu den Tech-Tree. Wo habe ich denn den Tech-Tree? Bist du der Tech-Tree? Nein, du musst abbrechen. Tech-Tree, hier unten. Luftionisierung. Forschen. Ja, bitte. Okay, ja. Da bin ich mal gespannt. Hallo, wie komme ich denn zurück? Hauptansicht, danke. Ist doch bisher gar nicht mal so schlecht, das Spiel. Ich finde es recht schön gemacht. Die Grafik ist auch schön. Sehen wir da. Guck mal. Hier laufen Menschen rum. Das finde ich schon schön gemacht.
Das finde ich wirklich schick. Sehen wir hier im Gewächshaus auch Menschen rumlaufen? Nee, leider nicht. Nur draußen.
Arbeiter. Wenn diese belegt sind, steigt die Produktivität des Gebäudes noch weiter. Um den Status eines Facharbeiters zu erreichen, müssen diese zunächst geschult werden. Dies kann in einem Ausbildungszentrum oder in einer Akademie erfolgen. Gott, baue ein Ausbildungszentrum. Sieh, das machen wir doch. Gott, ist die Akademie riesig. Akademie bauen wir mal hier hin. Mal gucken, kann ich hier vielleicht baue eine Radarstation, beschleunigte Heilung, erhöhter Komfort. Ja, das möchte ich gerne forschen. Ach, ich muss das erst konvertieren irgendwie oder was? Davon habe ich noch keine Ahnung. Ich will es aber gerne forschen. Hm. Kann ich noch nicht. Muss ich erst noch lernen. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine Radar. Ja, wie groß soll Ihre Radarstation bitte sein? Spiel so, ja. Doch. Gott, ist das Ding riesig. Champion. Aber es ist schön, wie es nach und nach aufgebaut wird. Navigationsmenü. Hier befindet sich die Kolonie. Wähle die Kolonie aus oder die Erkundungsdrohne aus, um verschiedene Aktionen durchzuführen. Verstanden. Hier kannst du Details sehen, welche Rohstoffvorkommen, Gefahren oder Ereignisse in dem Sektor zu finden sind, in dem du dich befindest. Hier kannst du entweder die Kolonie oder eine Erkundungsdrohne auswählen, um einen entfernten Sektor und in einen entfernten Sektor gesendet werden. Erkundungsdrohnen entsenden. Erkundungsdrohnen können Informationen über entfernte Sektoren sammeln. Anhand der Energieanzeige kannst du erkennen, wie viele Sektoren die Energiedrohne abfliegen können. Und was soll ich jetzt hier machen? Ach, wenn da nichts ist, kommt die Drohne einfach zurück. Fliegt mit der Kolonie zum markierten Sektor. Eine zentrale Spielmechanik ist das fortbewegende Kolonie von Sektor zu Sektor. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ey, ich würde das gerne sehen. Kann ich da zugucken? Schade, ich dachte, es käme vielleicht so eine fancy Animation. Hätte ich cool gefunden. Du.
Ja, ist schon witzig gemacht hier. Noch 50 Sekunden, da sind wir da. Also ich muss sagen, das Setting ist schon sehr geil für ein Aufbauspiel. Also für ein Aufbau-Survival-Spiel. Ich meine, wir hatten jetzt die letzten Jahre sehr oft Mittelalter, sehr oft die Apokalypse oder auch die ferne Zukunft mit Raumschiffen. Aber dass du halt auf der Erde mit Asteroiden oder sowas rumfliegst wie jetzt hier, das hatten wir meiner Meinung nach noch nicht. Das finde ich mal einen recht netten Ansatz. We have arrived at the target sector. There are resources available for mining. Tutorial, Rohstoffabbau. Um zu überleben, ist der Abbau von Rohstoffen unverzichtbar. Rohstoffvorkommen finden sich in zahlreichen Sektoren auf der Weltkarte. Für den Abbau von Rohstoffen ist eine Abbaustation erforderlich. Yes, sir. Noch viel. War hier Bioreaktor, Düngermittelfabrik, Verarbeitung groß, Verarbeitung klein, Wartungsstation. Die Wartungsstation ist aber klein. Das finde ich jetzt nicht so geil. Ist davon auch eine große? Hydrobaum, um das. Hier gelangst du zum Abbaumenü. Abbau? Ja. Mit diesem Filter kannst du genau die Arten von Rohstoffen anzeigen, die du möchtest. Wasser, fossile Brennstoffe, Kalk, Eisenerz, Edelmetalle und Mutterboden. Hier können detailliert die Rohstoffvorkommen im abbaubaren Gebiet eingesehen werden. Aktueller Sektor plus angrenzende Sektoren zu Beginn des Spiels. Durch Klicken auf einen Rohstoffvorkommen wird dieses für Abbau ausgewählt. Abbau. Hier kannst du das Automining aktivieren oder deaktivieren. Abbaudrohnen bauen dann die ausgewählten Rohstoffvorkommen automatisch ab. Die für die Automining ausgewählten Rohstofftypen können priorisiert werden. Das Automining beginnt immer, wenn alle manuell ausgewählten Rohstoffvorkommen abgebaut wurden. Okay. Die
Ja, und jetzt wird das hier abgebaut, oder wie? So, und jetzt sollte ich dann doch. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt abgebaut. Abbau Eisenerz. Verarbeitung. Viele Rohstoffe, die für den Bau von Gebäuden notwendig sind, können nicht direkt angebaut werden, sondern müssen zuerst produziert werden. Die Verarbeitungsanlage ist das wichtigste Gebäude für diesen Prozess. Okay, da stand jetzt Kalk dran und ich habe Eisenerz abgebaut. Muss ich nicht verstehen. I have no idea what's going wrong here. Ihr baut jetzt Zement, Kinder. Guck mal, ich kann hier auch Stahl anordnen und elektronische Bauteile. Okay, wunderbar. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Hier sehe ich den Schutzschild, Gebäudezustand, Belegschaft, Tutorial, 14 Lager. Lagergebäude sind wichtig, um ausreichend Platz für Rohstoffe, Baumaterialien und Güter zu haben. Bei einigen Lagergebäuden kann der zu lagernde Typ ausgewählt werden. Baue ein Zementlager und stelle den zu lagernden Rohstoff auf Zement um. Yes! Lagergebäude. Lager für Zement. Ja, wo stellen wir dich denn hin? Stellen wir dich hier hin. Und auf Zement umstellen. Apply. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Tutorial abgeschlossen und möchten Sie zum Hauptmenü zurückkehren? Erstmal nicht. Boah, ich muss sagen, das war jetzt ein recht nettes Tutorial. Also, wenn die Tutorials bei vielen Spielen so wären, wäre es schon mal bei vielen Spielen sehr angenehmer. Das war also super Erfahrung mit dem Tutorial. Ich bin gespannt, wie das Spiel noch wird.
Und ich sag erstmal danke fürs mit dabei sein beim ersten Eindruck. Und wenn ihr wollt, wird es davon noch mehr geben. Haut's gerne in die Kommentare rein, ob ihr wollt, dass ich hier noch ein bisschen mehr zeige, ob ich mal wirklich einen ganzen Run davon mache. So einen Stadtrun oder bis wie viele Bewohner würdet ihr gerne was sehen? Ich bin für Vorschläge offen. Damit sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.